Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Und entschuldigt, dass er jetzt gerade... Jetzt hör doch mal auf, ins Wort zu fallen! Das ist mir aufgefallen, dass die NPCs zwar nicht wirklich miteinander, aber sie unterhalten sich. Mehr oder weniger. Also, es funktioniert im Moment, glaube ich, anscheinend noch nicht richtig. Aber das finde ich cool. Das gefällt mir. Und ich habe den Hof von Christopher immer noch nicht gefunden. Von Christoph. Ja, dann ist ja gut. Dann hör jetzt auf zu quatschen. So. Das sag ich nur Amen. Wir haben noch nicht Sonntag. Das war eindeutig das Wort zum Sonntag. Oh Gottes Willen. Wir sind jetzt hier bei Lydia angekommen. Lydia ist die Düngestreuer hat. Da will ich mich jetzt erstmal drum kümmern, bevor ich hier alle Höfe abfahre und nach Christoph suche. Oh, hier geht's gar nicht rein. Egal. Hallo? Das ist Daniel. Oh, um den geht's. Oh. Den modernen brauchen wir auf jeden Fall. Besser als dieser Rauch da. So modernen Krams. So. Hallo, mein Hübscher. Ich bin Lydia. Schön, dich zu sehen. Hallo, Lydia. Hallo, Lydia. Ich wollte fragen, ob du Hilfe brauchst. Hey, Daniel, weg von meinem Auto. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich sehe dich. Nun, da du fragst, ja, ich brauche Hilfe. Aber ich befürchte, das schaffst du leider nicht. Hm? Raus damit. Ich kann viel machen. Anbauen, reparieren, sag schon. Echt? So lieb von dir. Aber meine Probleme sind anders gelagert. Es gibt da einen Mann. Und nun er, ich meine, ich... Was? Jetzt erzähl schon. Echt? Nun, er ist so charmant und gut aussehend. Und so hinreißend. Ich würde ihn so gerne fragen, ob er mit mir am Samstag zum Tanzen geht. Aber ich traue mich nicht, ihn selber zu fragen. Ja, okay, Um genau zu sein, fürchte ich mich davor, mit ihm zu reden. Obwohl ich es so gerne tun würde. Oh Mann. Ich denke, ich kann mit ihm sprechen. Was? Aber ich arbeite nicht umsonst. Alles, Schätzchen, alles. Was möchtest du? Ich könnte Ausrüstung brauchen. Ist dieser Düngestreuer verfügbar? Wenn du mir hilfst, ich brauche ihn sowieso nicht. Ich meine, wenn du mir hilfst. Ich schau, was ich tun kann. Das muss ein netter Wer Kerl ist dieser sein. Gentleman? Das ist Will, William. Oh. Er wohnt die Straße runter. Schönes Haus, nicht zu übersehen. Ich bin auf dem Weg. Schönes Haus und Farmers Dynasty. Nein, die sind alle marode. Hier repariert doch keiner sein Haus. Ein Stück die Straße runter, sagte. Ja, nee. Ein Stückchen die Straße runter. Also, Fräulein, deine Straße hört hier vorne auf, ne? Hier ist Ende von deiner Straße. Das ist doch nicht ein Stück die Straße runter, das ist durch das halbe Dorf. Aber gut. Das sind übrigens 2 Kilometer. Der Vorteil daran ist, dass wir danach wahrscheinlich hierher wieder zurück müssen, ne? Ei, du ahnst das nicht. Ach, du ahnst es nicht. So, Moment. Werden wir mal mit William reden. Und ihm mal sagen, dass Lydia doch die Beste ist. Das hat sich noch nicht geändert. Wir bleiben auf der Außenansicht. So. Aber während wir hier fahren, es könnte sein, spätestens zum Wochenende hin vielleicht, wir haben ja jetzt immerhin schon Donnerstag, also spätestens zum Wochenende, vielleicht auch ein bisschen früher, dass noch 1-2 andere Spiele mal angespielt werden von mir, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Doch, das eine bisschen. Das andere, nein. Wenn ihr Bock habt, einfach mal den Kanal im Auge behalten. Sind ja aktuell, oder aktuell ist ja die 14 Uhr Zeit auf jeden Fall frei. Und die Ark-Zeit ist nicht frei, weil Ark kommt auf jeden Fall noch. Also mal gucken, vielleicht 1 oder 2 neue Projekte. Mal schauen. Könnt ihr gespannt sein. Ich sag jetzt extra nicht die Spielenamen, weil ich selber noch nicht weiß, was von beiden ich dann eher nehmen möchte. Ich habe 2 in petto, die mich interessieren. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich bin falsch ab. Nö. Also Farmers Dynasty wird nicht wegfallen. Nein. Und LS sowieso nicht. Der Kanal wird, denke ich mal,
zumindest in naher Zukunft ein LS-Kanal bleiben. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Was mir auch aufgefallen ist, der Pickup verliert keinen Sprit. Übrigens, um wieder zum Spiel zurückzukommen. Das war jetzt nur Werbung in eigener Sache. Wo ist denn jetzt? Da. Tü, tü, tü. Und, genau. Gab eine Frage, ob das Spiel nicht mit meinem Lenkrad funktioniert, also mit meinem G29. Nein. Funktioniert tatsächlich im Moment nicht damit. Noch nicht. Mein Joystick ist zwar unterstützt, was mir nicht wirklich was bringt. Aber das Lenkrad ist noch nicht unterstützt. Ich hoffe, dass es noch kommt. Ist jetzt aber, wenn es nicht kommt, dann, ja, dann ist es so. Also, ja, mit dem Lenkrad ist es gut und schön, aber das ist jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend, das Lenkrad. Wie sagt man so schön, das tut dem Spiel keinen Abbruch, wenn das Lenkrad nicht unterstützt wird. Meine Meinung. Ah ja, das soll also das schöne Haus sein. Oh ja, stimmt, es... Wow, es ist das erste Haus, was komplett renoviert ist hier. Guckt euch das an. Das ist ja unglaublich. Oh, ich fahre einfach so auf fremder Leute Grundstücke. Ich park mal hier so. Das ist William, ja. Entschuldigung, Sir. Könnten Sie mal ganz kurz aufhören zu arbeiten? Sir? Hallo, Sie haben Besuch. Ah. Hallo, kann ich helfen? Nun, ich komme gerade so vorbei, wo wir davon reden. Kennst du eine Frau namens Lydia, die Straße rauf? Geile Gespräche. Nun, wer kennt sie nicht? Sie ist eine echte Schönheit. Aber schüchtern. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Schönheit. Und sie scheint mir aus dem Weg zu gehen. Schade. Frauen. Die geht dir nicht aus dem Weg. Es geht mich vielleicht nichts an. Aber ich bin sicher, dass sie sich drüber freuen würde, wenn du sie diesen Samstag zum Tanzen ausführen würdest. Wirklich? Aber ich dachte... Vertrau mir. Wirklich. Okay, das hört sich gut an. Was soll's? Ich mache es. Viel Glück. Wir sehen uns. Sicher. Danke. Aha. Teil ihr... Oh, ernsthaft? Was machst du denn hier? Lass doch mal die Straße, das ist doch dein Weg. Reparier mal lieber da deine Dachrinne. Wie sieht denn das aus? Wie bei Hempels. Um Gottes Willen, weg hier. So, lass uns mal kurz, bevor wir jetzt zu Lydia fahren, weil ich meine, das ist einfach nur abgeben. Das, egal, wir fahren jetzt mal hier hin. Denn, da. Denn ich würde gerne mal wissen, was diese Mission mir bringt. Vielleicht Kohle? Oder vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir hin müssen. Was ist denn... Also, seit dem letzten Update hat die Grafik so ein paar leichte Renderprobleme, habe ich so das Gefühl. Es wirkt zumindest so. Ist das hier rein? Ja. Ist hier vielleicht zufällig der Hof von Christoph? Hier ist Tom und Mia. Huch. Hier ist ein Feld. Müssen wir jetzt hier bei dem... Oh, wir fahren vielleicht die falsche Straße gerade. Vielleicht. Hier ist... Was steht da? Victoria und... Och, müsst ihr denn ineinander stehen? Calvin, okay. Nee, hier müssen wir auch nicht hin. So, machen wir mal hier an der Seite raus. Und hier rum. Und mal hier ganz kurz gucken. Hier wohnt auch gar keiner. Hier ist auch niemand zu Hause. Owen. Owen und Sascha. Oh Gott, wie sieht denn euer... Junge, repariert doch mal euer Tor. Hallo? Warum wie die Tür davor hier gefangen? Moin. Owen? Das erinnert mich an Onkel Owen. Onkel Owen. Oh
Junge, ich gehe wieder, der sieht komisch aus. Mit dem will ich nicht reden. Guten Tag. Oh, hallo. Hi. Immer erst fragen. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Um Gottes Willen, lass uns wieder gehen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Oh. Willst du das übernehmen? Oh nein. Oh, für sein... Hey. Ja. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Hoffentlich dieses 0,71 Feld. Das Tolle ist... Ja. Okay, also die Mission zeigt tatsächlich genau... Barriere 1 der Gebäude. Hauptplatz. Also ich glaube, diese Christoph-Mission ist verbuggt. Ich meine, hier haben wir ja den Vorteil. Und es ist das kleine Feld, ne? Ja. Gut, das heißt, wir müssen einmal dahin. Nee, müssen wir nicht. Wir könnten jetzt einfach zum Traktor springen. Nee, wir machen das anders. Ja. Wir fahren jetzt erstmal zu Lydia. Sagen ihr, dass ihr heißgeliebter William sie am Samstag abholt. Dann haben wir damit den Düngestreuer, der dann auch uns gehört. Dann haben wir auch so gut wie alle Maschinen eigentlich. Dann fahren wir zum Haupthof, holen den Traktor und gehen flügen. Das ist dann halt alles, ja, das machen wir mehr oder minder nebenbei. Das ist überhaupt keine Straße. Leute, was ist denn falsch bei euch? Hier geht doch euer Weg raus. Hä? Das ist eindeutig keine Straße hier. Oder? Egal. So, aber lass uns mal ganz kurz, wir müssen... Ich will dahin. Ja. Ja, haben wir aber heute einiges geschafft, ne? Ich weiß zwar immer noch nicht, wo Christoph ist. Ich guck da nochmal. Ich werde mich nochmal in die Stadt begeben. Und werde das Ganze nochmal mir angucken da. Weil... Die Mission jetzt hier, die... Immer wieder. Entschuldigt. Immer wieder das gleiche Spiel. So. Man kann über die Karte in die Maschinen springen. Deswegen, nicht klicken. Das zeigt ja genau dahin, was man machen soll. Da müsste doch eigentlich hier was zu reparieren sein. Wir fahren mal. Und übrigens, das ist das Maisschneidwerk. Seid ihr sicher, dass man damit Erbsen ernten kann? Weil ich bin am Überlegen, oder ich bin geneigt, tatsächlich Erbsen zu pflanzen. Das Problem an der Sache ist, wenn wir das nicht ernten können, weil es vielleicht noch keine Maschine im Spiel gibt. Haben wir ein Problem. Haben wir ein großes Problem. Haben wir nämlich Saatgut verschwendet. Haben Zeit verschwendet. Gottes Willen. Haben Dünger verschwendet. Der geht nicht. Also seid ihr euch da 100% sicher, dass man mit dem Maisschneidwerk Erbsen ernten kann? Weil das macht eigentlich keinen Sinn. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Weil eigentlich sind Erbsen an einem Busch und... Also ich kenne aus dem LS, dass Erbsen mit einer anderen Maschine geerntet werden, als mit einem Maisgebiss. So, Punkt. Und ich kenne Erbsen noch hier, Hand. Pflücken sie direkt runter, raus damit und rein in den Mund. Nicht zu schnell werden. Also, ein bisschen Autoverkehr und das Ganze wäre eigentlich richtig top hier. So, jetzt sind wir hier nochmal. Ist ja was, wir halten hier nochmal an. Ich will das jetzt nochmal wissen. Mach mal die Mission als Verfolgung. So. Das will ich jetzt nochmal wissen hier. Aber das schaue ich selber nach. Liebe Lüd, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag, bis zum nächsten Mal.